Liebe Kolleginnen und Kollegen, heute stelle ich Ihnen Professor Dr. Peter Hohmann vor. Er lehrt seit 2001 Wirtschaftsinformatik an der THM und ist seit 1.4. Vizepräsident für IT-Infrastruktur und IT-Projekte. Peter, wir haben eine gut funktionierende IT. Wozu brauchen wir einen extra IT-Vizepräsidenten? Die IT funktioniert gut, weil die Fachabteilungen ausgezeichnete Arbeit leisten. Doch die IT-Anforderungen ändern sich ständig und immer schneller. Bei der Modernisierung und Optimierung der IT-Systeme müssen Präsidium, Fachbereiche, Zentren, Verwaltung und IT-Abteilungen eng zusammenarbeiten. Ich denke, das wird noch reibungsloser als bisher funktionieren, wenn ein exklusiv für IT zuständiger Vizepräsident die Interessen bündelt. Was ist denn so das wichtigste Projekt in den nächsten Monaten? Ein Schlüsselprojekt der nächsten Jahre ist die Einführung eines neuen Campus-Management-Systems. Vereinfacht gesagt, handelt es sich hier um eine Software zur Einschreibung, Notenverwaltung und weitere Funktionen rund um das Studium. Von der Ablösung des bisherigen Systems sind viele Mitarbeiter der Hochschule betroffen. Dass dabei Mitbestimmung, IT-Sicherheit und Datenschutz eine große Rolle spielen müssen, ist klar. IT-Systeme sollen ja für den Benutzer etwas einfacher, schneller oder transparenter gestalten. Kannst du uns ein bis zwei Beispiele dazu nennen? Erstes Beispiel. Unsere IT-Nutzer erwarten heute, dass sie über mobile Endgeräte einen komfortablen Zugang zu Informationen erhalten. Um diese geänderten Anforderungen gerecht zu werden, bauen wir kontinuierlich unsere Anwendungen und Infrastrukturen, zum Beispiel das WLAN, aus. Zweites Beispiel, die Kommunikationsplattform Confluence. Dabei stellen wir ein Werkzeug zur Verfügung, das den Informationsaustausch und die Zusammenarbeit in der Hochschule einfacher macht. Wer die Plattform nutzt und sich eingewöhnt hat, möchte deren Vorteile nicht missen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit in den nächsten Jahren. Vielen Dank.